Hallo Freunde, weiter geht's mit Ultima Ascension. Wir sind im Dungeon des Spies. Wir sind hier durch einen geheimen Weg in diesen neuen Raum gekommen. Hier ist so ein kleines, ja, was heißt kleines, eher großes Wasserbecken. Und da vorne sehe ich schon einen Heiltrank. Ich glaube, den könnten wir uns nehmen. Also es ist kein Heiltrank, es ist ein anderer Trank. So, und hier haben wir einen Wassereimer. Was wir mit dem machen müssen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir sollten uns einfach mal diesen Raum hier näher betrachten. Ich hoffe, die Lautstärke stimmt soweit. Das ist die erste Folge, nachdem ich mein System neu gemacht habe. Und das ist dann natürlich immer so eine Sache. So. Die Tür ist verschlossen. Okay. So, und da haben wir hier nochmal was. Da ist ein Eimer. Hier ist noch eine Wasserspur, nehme ich an, soll es sein. Und hier ist irgend so eine, keine Ahnung, so ein Altar oder sowas. Möglicherweise fällt mir da schon was ein. Jetzt gehen wir erstmal auf die andere Seite hier. Da ist nämlich auch eine Tür, aber die ist auch verschlossen. So, warte mal. Dann gehen wir erstmal hier baden und holen uns den Heiltrank. Ich weiß, ich hätte jetzt auch einfach mitten durchgehen können. Aber ich mach's halt mal so. Nein, das war die falsche Taste. Ich muss mich jetzt wieder daran gewöhnen. So. Und ich drücke ständig hier auf WASD. Aber Ultima Ascension steuert sich nur mit den Pfeiltasten. So, wir nehmen mal diesen Eimer hier vorne. Bei Ultima Ascension ist es ja sowieso so, das habe ich euch gar nicht erzählt. Aber ich spiele es zum Teil blind und zum Teil mit Lösung. Das heißt, ich möchte bei Ultima Ascension nicht ganz so verpeilt sein, wie ich es sonst in meinen anderen Projekten bin. Ich will hier ein bisschen mehr Wissen zeigen. Aber wir werden jetzt hier erstmal versuchen, ohne Lösung weiterzukommen. Und bevor wir dann diesen Dungeon verlassen, zumindest wenn wir ihn heute noch nicht verlassen, werde ich dann mal schauen, ob es hier noch irgendwelche Geheimnisse zum Zeigen gibt. So dass ich möglichst viel vom Spiel zeige. Das habe ich mir für Ultima Ascension vorgenommen. Warum? Ist ganz einfach, weil Ultima Ascension eines meiner persönlichen, absoluten All-Time-Favorite-Games ist. Mein persönliches Highlight. Und ich habe mir schon immer damals vorgenommen gehabt, irgendwann spielst du Ultima Ascension nochmal durch. Ich mache das jetzt. Und zwar zeige ich es euch währenddessen. Also ich rede dabei. Gut, ich rede sowieso immer ganz gerne mit mir selbst, von daher ist es ja okay. So, wir machen jetzt mal folgenden Trick. Wir stellen jetzt mal diesen Eimer hier drauf. Und siehe da, die Tür öffnet sich. Zumindest eine Tür. Und die andere Tür ist, glaube ich, noch zu. Ich gehe da nochmal schnell hin. Vorne ist ein Grafikfehler. Mein Gott, solange es nur Grafikfehler sind. Ach, guck mal, die Tür geht jetzt auf. Was war denn das jetzt eben? Was bedeutet dieser Sound? Ach, guck mal, das ist dieser Weg. Ach, da leuchtet was. Was ist denn da, was da leuchtet? Was ist denn das jetzt hier? Kann man das irgendwie anfassen? Nö, das kann ich nicht anfassen. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Wir können es auch nicht anklicken. Also wir können es nicht ins Inventar ziehen. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Oder bedeutet es einfach nur, dass ich hier ein Rätsel gelöst habe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es hier zurück und das heißt, wir gehen die andere Richtung weiter. Denn zurück wollen wir noch nicht gehen. Wir wollen noch weiter in den Dungeon rein. So. Eine kleine Maus, die macht uns nichts. Und eine Kiste. So, da ist eine Ratte. Diese Ratte werde ich vernichten. Na komm. So muss es sein. So, Schwert wieder wegstecken. Geld einsammeln und ich will nochmal zurückgehen, beziehungsweise ich ist... Hallo? Greift mich da noch jemand an? Ich sehe nichts. Aber wahrscheinlich ist hier irgendwo hinter diesen Mauern ein Gegner. Ach, guck mal, die können wir schön zerlegen. Dann gehen wir nochmal zu dieser Kiste, die will ich auch noch zerlegen. Oh, die können wir jetzt nicht zerlegen. Super. Na dann halt nicht. Okay. So. Laterne.
Ah, und das wäre dich sehr schön. Hier ist ein Totenkopf, keine Ahnung, was wir mit dem machen können. Und hier, glaube ich, können wir nichts machen. Warte mal, ich drücke hier nochmal. Ich räume das hier nochmal zur Seite. Beziehungsweise, ich habe es mir auf den Kopf gelegt. Ist natürlich nicht so schön. Aber da ist nichts drin. Okay, können wir weitergehen. Ob man die Fässer zerstören kann, muss ich ausprobieren. Können wir zerstören. Und da ist auch nochmal eine Laterne. Hier ist eine Spinne, ne? So muss es sein. Auch die Spinne hat Gold dabei. Das ist eine schöne Sache. Hier haben wir noch ein Bild. Und irgendwie hörst du ein kleines Klackern im Hintergrund. Das Bild können wir anklicken und dann erscheint hier ein Heiltrank. Auch schön. Können wir da nochmal drauf drücken? Nee. Lässt sich nicht verarschen. Kommt nur ein Heiltrank. Okay, wir gehen nochmal hoch. Und wie gesagt, ich höre so ein kleines Klackern im Hintergrund. Ist jetzt nicht besonders tragisch. Ich hoffe nicht, dass es zu störend ist für euch. Vielleicht habe ich ja auch Glück und ihr hört es überhaupt nicht. So, auf jeden Fall ein weiterer Raum. Hier stehen mehrere Laternen. Da ist eine Vitrine. Oh, und diesen Dolch, der in dieser Vitrine lag, den haben wir jetzt mal eben gerade eingesteckt. Okay, gibt es da was drin? Da gibt es auch was drin, aber ich weiß nicht was. Irgendwelche Tücher. Werden wir wahrscheinlich nicht gebrauchen können. So, zwei Schilde. Kann man da irgendwas anklicken? Ich spring mal da hoch, warte mal. So. Kann man nichts machen, ne? Nee. Aber hier. Sieht man genau, ist so eine Geheimtür oder sowas. Da ein schiefes Schild. Aha. Ein Geheimraum, okay. Werden wir uns natürlich auch betrachten, das ist ja ganz klar. Eine Kiste, ein Brunnen. Das Wasser scheint eine heilende Wirkung zu haben. Heilende Wirkung hat auch dieser Trank, der hier steht. Und da ist eine Kiste. Und ein Haufen Gold und noch mehr Heiltränke oder beziehungsweise noch ein Heiltrank. Das ist immer ganz gut. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Und ich glaube, ich mache gleich mal Folgendes. Warte mal. So, erstmal die Tür wieder aufmachen. Die Frage ist, wie geht's hier weiter? Da ist ein Gitter. Das Gitter lässt sich nicht öffnen. Ich habe jetzt hier auch keinen Schalter oder so gesehen. Und jetzt wollte ich erstmal speichern. Und zwar, jetzt schauen wir mal. Das war dann der letzte. 20. Machen wir hier mal K21. Ich hoffe, wir können das unbegrenzt machen, weil ich tue nur selten einen Spielstand überschreiben. Hier sieht es auch so aus, als wäre da was dahinter. Aber so richtig kann man es nicht erkennen. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Die Laterne halten wir schön in der Hand. Und da haben wir einen Schalter und noch einen Trank. Okay, irgendwo hat sich was bewegt eben gerade. Schauen wir mal. Ah ja, es war die Tür. Oh, Feind voraus. Nein, ich habe hier so einen scheiß Dolch. Nein, 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 ich muss es umschalten. So, jetzt komm her, Maus. Traut sich nicht hier durch, hä? Na komm, komm mein kleines Mäuschen. Ja, ich freue mich halt immer noch, wenn ich Gegner besiege. So ist es bei mir. Ein weiterer Brunnen und ein toter Mann und eine Zauberspruchrolle und eine Rüstung. Komm, wir probieren mal, ob die besser ist. Also jetzt einfach mal die achten oben links und siehe da, die ist besser. Jawohl, der Avatar wird stärker. Sehr schön, sehr schön. Da ist ein Brunnen. Und hier... Okay, ich vermute, ich weiß, was es ist. Und deswegen probiere ich es auch gar nicht. Hier ist eine Flasche, ein Flakon oder irgendwie, wie auch immer man das nennt. Da ist verkipptes Wasser und hier ist ein Toter. Das heißt, er hat was getrunken. Und er hat es mit Sicherheit von diesem Brunnen getrunken. Da meine Gesundheit momentan zum Besten steht, habe ich sowieso keinen Bedarf, hier was davon zu trinken. Und wir gehen einfach mal weiter.
Beziehungsweise wir müssen halt immer versuchen, irgendwas anzuklicken. Weil hier gibt es jede Menge Geheimsachen in diesem Spiel. Und umso mehr wir probieren, umso mehr werden wir auch schließlich finden. Hier erstmal eine Truhe. Okay. Pfeile und ein Bogen. Pfeil und Bogen. So muss es sein. Sehr schön. Da haben wir noch ein Säckchen hier, ne? Warte mal. So, F6. Jetzt haben wir schon wieder diesen scheiß Dolch in der Hand. Ich glaube, ich schmeiß den weg. Ah. Ein kompletter Sack. Und den Sack nehmen wir mit. Wieso denn nicht? Ist kein Platz mehr da, oder was? Na super. Ich hab's genau gewusst. Es ist schon voll. So, jetzt haben wir noch einen Slot. Ich nehme aber mal hier meinen Dagger. Ne, ist gar nicht voll. Da sind nur noch drei Slots. Ach Mist, den können wir nicht mitnehmen. Der scheint hier wie angewurzelt zu stehen. Doch, er lässt sich nur in diese Haupttasche setzen. Okay, und damit haben wir jetzt eine weitere Tasche und mehr Slots. Cool, 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 cool. Wo ist überhaupt dieser blöde Dolch? Ach, den haben wir noch in der Hand, oder was? Nee, haben wir nicht. Doch, den haben wir in der Hand. Jetzt warte mal. Jetzt warte mal. Diese Steuerung macht mich manchmal verrückt. Das seht ihr ja nicht. Ich drücke ständig hier auf WASD. Irgendwann in meinem Leben muss ich mir das doch mal merken, dass das Ganze hier mit den Pfeiltasten funktioniert. So, diesen Dolch hier, den schmeiße ich jetzt mal weg. Den lege ich mal dahin. Ultima Online, da ist ein Schlüssel. Und Gold. Ultima Online, wollte ich gerade sagen, ist übrigens das einzige Spiel, was ich kenne, wo man noch Gegenstände auf den Boden legen kann. Danach kam ja Dark Age of Camelot. Und das hatte schon dann die Eigenheit, dass alle Gegenstände aussahen wie ein Säckchen. Man hatte praktisch, wenn man einen Gegenstand auf den Boden gelegt hat, einen Sack auf den Boden gelegt. Bei Ultima Online konnte man richtige Sachen bauen, indem man Gegenstände auf den Boden legt. Bis heute, seltsamerweise, schafft es kein Spiel mehr, das, was Ultima Online schon Ende der 90er geschafft hat. Wundert mich immer wieder, dabei war das sowas Geiles. Wirklich, Leute, ich erzähle es euch das gleich mal, ich erzähle euch das mal als kleine Anekdote zum Feierabend heute. Wir haben damals vor den Dungeons Zelte aufgebaut, also keine Zelte, eher Tische und so ein Zeugs. Und da wirklich, da haben wir hier Party gemacht vor den Dungeons. Das war so geil. Ich habe letztens einen Kommentar bekommen. Irgendwo scheint wieder ein Feind zu sein. Ich habe letztens einen Kommentar bekommen. Ultima Online war die schönste Zeit meines Lebens. Stand als Kommentar. Gut, ich will sie jetzt nicht als schönste Zeit meines Lebens bezeichnen, aber es war definitiv, ganz ehrlich, die schönste Spielezeit meines Lebens. Wobei heute mit den Let's Plays ist es auch wieder richtig geil. Das gefällt mir. Aber es ist natürlich was anderes. Ja, es ist ja eine komplett andere Sache, Let's Plays aufzunehmen von euch, und von euch Feedback zu bekommen, als damals Ultima Online zu spielen. So, jetzt habe ich genug gelabert. Da sind noch mehr Pfeile. Ich glaube, die nehmen wir auch mal mit. Was haben wir da? Ach, das müssen wir erst hier freischaufeln. So. Wir achten wieder oben rechts, nee, links. Hat sich nichts geändert. Wahrscheinlich haben wir genau das gleiche wieder angezogen. So. Okay, ich glaube, hinter dieser Tür sind Feinde. Ich werde jetzt mal hier meinen Bogen ausrüsten. Und schon habe ich die Laterne fallen lassen. Naja, ist egal. Okay, das bringt gar nichts, aber das sieht so aus, als würde es was bringen. Und siehe da, die Tür geht auf. So muss es sein. Wir schalten wieder ganz fix um auf das Flammenschwert. Und gehen hier mal weiter, denn da waren ja irgendwo Feinde, ne? Wenn da kein Feind da ist, dann mach ich halt die Kisten kaputt. So, aus lauter Frust, ne? Ne, da wird schon noch ein Feind auftauchen. Servus! Und guck mal hier, ein schöner Tisch mit einer Mahlzeit drauf, mitten im Dungeon. Das ist doch mal was. Da schließt sich die Tür wieder. Komme ich da überhaupt wieder raus? Ja, also von hier aus geht's. Da ist noch ein bisschen Geld, das werden wir natürlich auch mitnehmen.
Jede Ratte sollte Geld mit haben. Und ich wette, wenn die Ratten Geld dabei haben würden, dann hätten wir in den Städten keine Rattenplagen mehr. Naja, aber es ist wohl ein Wunschdenken, dass Ratten Geld einstecken haben. Also zumindest der Tiere meine ich jetzt, nicht Menschen, ne? Weil Ratte, es gibt ja auch Menschen, es sind Ratten. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Wieder ein Geheimgang. Oh. Und ich höre ein seltsames Geräusch. Das hört sich sehr, sehr komisch an. Macht mir gerade so ein bisschen Angst hier. Hallo, ich wollte da verdammt nochmal gar nicht hin. So, Justin, wir haben ein Problem. Wir sind schön in die Falle gegangen. Ich wollte nur meine Heiltränke und da war ein Porter, der hat uns jetzt weggebeamt. Gebeamt, genau hierhin. So. Hier ist ein Schalter. Und da geht dieses Gitter hoch. Jetzt muss man vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Was ist denn jetzt los? Was haben wir denn hier Schönes? Ich fand den blauen Kiranstein. Sehr schön. Die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt hier zurück? Ja, und wenn ich jetzt hier zurückgehe? Super. Ach, da vorne ist da ist eine Treppe oder sowas. Ich kann es gar nicht richtig sehen. Ja, da waren wir doch eben gerade. Da sind wir doch hergekommen. Ach, macht mich doch nicht so wahnsinnig, Leute. Also, wir haben auf jeden Fall den blauen Stein gefunden. Das heißt, wir mussten da auch wirklich hin. Wir können ja hier eh durchlaufen, sehe ich gerade. Ah. Und damit werden die auch wieder weggeportet. Sehr schön. Und diesmal, Bitch, dieser Gegenstand ist verschlossen. Nein, mach die Hütte auf. Jetzt noch ein bisschen Nahrung und so. Die brauchen wir aber gar nicht. Ja, dieser Gegenstand ist verschlossen. Toll. Und wo gibt es da den Schlüssel? Da gibt es bestimmt irgendwo einen Schlüssel, ne? Sonst wäre die Truhe nicht. Ah, du bist so klug, Ryo. Ich drehe nochmal am Rad hier. So, komm, wir gehen wieder. Wir gehen wieder raus, aber... Ah, ich habe schon gedacht eben gerade, aber wir hatten ja diesen Porter hier. Diesen Porter, kein Porter, ihr wisst schon, was ich meine. Benutzt, um reinzukommen. Ah, hinter dieser Tür sind wahrscheinlich wieder Feinde. Hier ist noch eine Kiste. Eine Spruchrolle. Was ist das Schönes? Einstecken. Heiltrank. Kommen das kurz ein Kleinhauen hier eigentlich? Nee, kann man nicht. Ne? Diese Zerstörungswut ist beachtlich. So. Hier ist ein Knopf. Okay. Ich glaube, ich ziehe mal mein Schwert. So, hier liegt nichts. Und wir gehen einfach mal weiter. Da liegt noch ein Pfeil. Da ist eine Spinne. Na komm, meine Kleine. Haha. Das ist geil. Ist geil, Leute. Haha. So lacht der Avatar. Gut. Da ist noch den Pfeil, den nehme ich auch mal mit. Ach, da muss ich ja wieder das Spinnnetz kaputt hauen. Und jetzt können wir den Pfeil nehmen. Oder auch nicht. Irgendwie bin ich hier gerade so ein bisschen fest. Ach so, das Spinnnetz ist noch nicht richtig kaputt. Vielen Dank. So, jetzt aber. Dankeschön. Und weiter geht's. Im Sauseschritt. Hier ist nochmal ein Spinnnetz. Und da vorne auch die nächste Ratte. Aha. Hier ist wieder ein Brunnen. Aber die Gegner hier in Despise, die sind nicht besonders schlimm. Ihr seht das ja schon. Wir machen hier einen Gegner nach dem anderen kalt, ohne auch nur ein bisschen Gesundheit zu verlieren.
Guck mal, wenn ich diesen Tisch anklicke, dann macht es so ein komisches Geräusch. Ich muss da bestimmt irgendwas drauflegen und dann kann ich was machen damit. Da ist nochmal ein Schalter. Geht wahrscheinlich dieses Gitter hier damit auf. Zumindest hoffe ich das. Und da oben ist noch was, ne? Da oben sind lauter Tränke. Das heißt, Kryo bzw. Avatar, bitte kletter da hoch. Ja, so geht es. So, jetzt haben wir hier so eine komische Mütze. Und die haben wir jetzt auch direkt fallen lassen. Super, gut, die holen wir dann von unten. Wir nehmen jetzt erstmal hier dieses Kraut mit. Für was auch immer dieses Kraut hier ist, ne? Wahrscheinlich zum Zaubern. Und bei Ultima Online ist es nämlich so, dass man... Also heute ist es ein bisschen anders, aber früher war es so, dass man Kräuter gebraucht hat, um überhaupt zaubern zu können. Und deswegen waren Zauber von vornherein schwieriger zu spielen, da man eben ohne Kräuter gar nicht zaubern konnte. Und diese Kräuter musste man erstmal finden. Und wirklich für jeden Zauberspruch brauchte man 3 oder 4 Kräuter. So, jetzt haben wir hier eine Mütze. Ich probiere sie mal aus. Okay, die Mütze des Avatars ist definitiv besser. Das haben wir gerade gesehen. Das heißt, wir gehen nochmal ins Inventar. Irgendwo hat er die Mütze jetzt reingepfeffert. Hier. So, das machen wir mal weg hier und dann ziehen wir die Mütze nochmal auf. So. Dann brauchen wir ja normalerweise den Dreck auch gar nicht aufheben hier, ne? Ach, das ist dieselbe, okay. Verstehe. Aber ich nehme es mal mit. Wir können es ja nachher noch wegschmeißen, falls wir mal keinen Platz mehr haben. Ansonsten sind es natürlich lauter Sachen, die wir ganz schön verkaufen können. Das Wasser ist sehr erfrischend, ja. Okay, da war noch ein Schalter, ne? Möglicherweise ist hier auch noch was mit Büchern oder so. Herstellung von Zaubertränken. Ah, zunächst müssen Sie eine mit Wasser gefüllte Flasche zusammen mit den entsprechenden Reagenzien und dem entsprechenden Edelstein auf eine Alchemistenausrüstung platzieren. Benutzen Sie die Alchemistenausrüstung, um den Zaubertrank herzustellen. Und zwar, wenn alle erforderlichen Bestandteile an Ihrem Platz sind. Sie müssen jedoch vorsichtig sein, denn wenn Sie die falschen Reagenzien benutzen, könnten Sie entweder eine Explosion verursachen oder ein Gift erzeugen. Deswegen lagen da oben die Reagenzien, ne? Ich weiß aber gar nicht, ich habe gerade keine leere Flasche dabei. Ich meine, ich bräuchte nur einen Heiltrank trinken und dann wäre es schon wieder gewesen. So, das können wir nicht lesen. Na gut, alles klar. Zumindest wissen wir, für was diese Tische sind. Zum Herstellen von Zaubertränken. Beziehungsweise, was machen wir? Wir wollten noch den Schalter betätigen. Irgendwann drehe ich hier nochmal durch in dem Spiel. Jetzt habe ich gedacht, das Gitter geht auf. Stehst du, das Gitter bleibt zu. Nee. Nee, der Brunnen verschwindet. Ah, natürlich. So, jetzt haben wir hier noch einen Trank und einen Schalter. Und mit diesem Schalter geht das Gitter auf. Sesam, bitte öffne dich. Mhm. Da ist auch noch ein Schalter. Ein Zaun. Da können wir aber wahrscheinlich ganz leicht drüber springen. Die Maus passt da nicht so ganz durch den Zaun. Jetzt hat es einen Kumpel geholt. Vielleicht kommen sie zu zweit durch. Aha. Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall noch ein Buch. Warte mal, was steht da drin? Tagebuch eines Wachtpostens des Dungeons Despise. Dies ist ein schrecklich langweiliger Posten. Tyson und ich wurden zusammen angeheuert, aber er darf seinen Dienst im Schloss tun. Meine Zeit ist zu kostbar, um hier herumzusitzen und die Ratten anzustarren. Warum teilen Sie nicht einen dieser Leute aus Pors zu diesem Dienst ein? Jetzt fehlt auch noch einer meiner Schlüssel. Die verdammten Ratten haben ihn wohl wieder einmal vom Tisch heruntergefegt. Meistens tragen sie nicht weit fort. Ich werde ihn also einfach erst morgen suchen. Es wird spät und Dara müsste schon einen Bierkrug für mich bereitgestellt haben. Aha. Die Ratten haben also den Schlüssel versteckt. Gut. Wir springen mal über den Zaun. Nee, wir springen nicht über den Zaun, sehe ich gerade. Mhm. Okay, da steht ein Besen. Wenn ich jetzt auf der Hogwarts-Zauberschule gewesen wäre, dann würde ich wahrscheinlich mit dem Besen hier über diesen Zaun reiten können. Nur leider war ich es nicht. Das heißt, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Vielleicht hier... Warte mal. Wir können diese Fässer verstellen. Hahaha.
bin so genial. Ich bin so grenzdebil, genial, meine ich. Ist unglaublich. Ja, da schau an, ne? Wir lösen Rätsel, bevor wir sie überhaupt bemerkt haben. Echt krasse Nummer. Und wo soll dieser verdammte Schlüssel sein? Och, jetzt dreht die Maus durch. So. Ja, die andere meckert jetzt. Ich habe ihren Kumpel getötet. Aber ich glaube, der war auch ein bisschen grenzstabil, wenn ich ehrlich bin. So, wir gehen da nochmal drauf hier. Nee. Wenn ich da jetzt nicht mehr zurückkomme, Leute, ich dreh am Rad. Doch, wir können uns die Kiste holen. Super. Also drüber springen können wir nicht, auch nicht drüber klettern. Aber die Kiste können wir holen. Geile Sache. So, was haben wir hier? Da ist der Schlüssel. Sehr schön. Ich weiß zwar noch nicht, wo wir ihn einsetzen sollen, aber zumindest haben wir ihn. Das ist doch schon mal eine geile Sache, ne? Sie schließen die Tür auf. Ah, jetzt wissen wir auch, wofür wir den Schlüssel gebraucht haben. Oha, wir kommen zum Drohen. Ja, zumindest sieht es auf dem ersten Blick so aus. Hier ist auch das goldene Geschirr. Aha. Und hier eine Zauberrolle. Nee, die Kathedrale von The Spice. Erleuchte den Pfad zur Tugend und die Erfahrt Wiederherstellung. Wir brauchen eine Laterne, wenn wir hier was erleuchten sollen. Beziehungsweise, da sind lauter Fackeln, die sind alle auf. Bestimmt ist hier die Tür zu. Nö, ist nicht zu. Aber wir können die mal versuchen anzuzünden. Und zwar mit der Nummer 1. Und das ist überhaupt nichts passiert. Naja, es kann ja nicht immer was passieren, ne? Hier liegt auch noch ein Schlüssel, ne? Und eine Gitarre und noch ein Pfeil und Bogen. Ja, was man so alles sieht, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ne? Oh, nee. So, jetzt ist unser Platz im Inventar voll. Jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir sortieren. Ich weiß nicht, wie weit es noch ist im Dungeon des Spice. Vielleicht sind wir schon fast am Ziel. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden, allerdings nicht mehr in dieser Folge, denn wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir noch weiter in The Spice reingehen, bis wir das finden, wonach wir suchen. Also, mach's gut, bis dann.